Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Fallout 4. Ja, wir haben im letzten Part einige Raider besiegt, die einfach nicht aufhören wollten, die armen Leute da drin zu belästigen, und außerdem ein grausliches Viech erledigt. Ich glaube, das liegt eh noch da drüben. Eine Todeskralle, oder wie die heißt. Die da ist ja ekelhaftes Viech, ne? Schaut mal. Einfach mal umgeballert. Also die ganze Muni ist, glaube ich, dabei draufgegangen. Wurscht, Hauptsache das Viech ist hin. Dann haben wir noch ein paar Raider ausgeplündert, uns ein paar Häuschen genauer angeschaut. Und jetzt werden wir mal schauen, ob es den Leuten da drinnen gut geht. Wir betreten das Museum. Ja, leider ein bisschen Laden tut's halt, ne? Das ist aber, glaube ich, eh recht normal. Auch hoffentlich für euch verschmerzbar. So. Alles gut, Preston. Mach keinen Aufstand. Nein, der macht keinen Aufstand. Der macht sich nur Sorgen um dich. Das war wirklich erstaunlich. Nicht schlecht, ich bin ne? Froh, dass du auf unserer Seite bist. Okay, das haben wir ausgeraubt, ne? Passt. Natürlich sind wir auf die Seite der rechtschaffenen Bürger und Bürgerinnen. Na dann, ne? Bei euch alles okay? Ich bin auf meiner Seite. Wir sind keine Freunde, um Gottes Willen, nein. Beruht auf Gegenseitigkeit. Nee, das ist ja schon ein ordentlicher, ein netter Kerl. Also, sind alle okay? Werdet ihr jetzt klarkommen? Ja, für eine Weile. Zumindest können wir jetzt einen Ort suchen, der sicherer ist. Also, als wir uns trafen, hast du etwas über die Minutemen gefragt. Eine Sache solltest du über uns wissen. Wir helfen unseren Freunden. Hier. Für alles, was du getan hast. Boah, danke. Cool. Wow, das ist ja großzügig. Und was jetzt? Ich nehm's. Nicht wegen Geld geholfen. Gerne doch. Nö, was jetzt? Was passiert jetzt? Mama Murphy hat schon lange eine Vision von einem Ort namens Sanctuary. Irgendein altes Viertel. Aber eins, das wir wieder aufbauen können. Komm doch mit. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Ja, das ist mein Heimatdorf. Ort. Was tun? Vielleicht. Nein, ja. Was tun? Was würde ich denn tun müssen? Du musst stark bleiben. Wie zuvor. Denn dein Schicksal umfasst noch mehr. Ich habe es gesehen. Und ich kenne deinen Schmerz. Wie soll das gehen? Du lügst. Hilf mir bitte. Rede weiter. Schicksal? Schicksal. Ein Schicksal? Was meinst du damit? Du bist eine Frau ohne Zeit, ohne Hoffnung. Aber nicht alles ist verloren. Ich kann die Energie deines Sohnes spüren. Was? Er lebt. Wo ist Sean? Unsinn. Gott sei Dank. Ich höre zu. Was passiert eigentlich, wenn ich da unten sowas nehme? Ich probiere einfach mal. Gott sei Dank. Bitte sag mir, wo er ist. Ich muss meinen Sohn finden. Ich kann ihn nicht sehen. Nicht klar. Aber ich spüre seine Lebenskraft. Er ist da draußen. Und ich brauche nicht mal das dritte Auge, um dir zu sagen, wo du suchen sollst. Das große grüne Juwel des Commonwealth. Diamond City. Die größte Siedlung in der Gegend. Diamond City. Juwel des Commonwealths. Begib dich nach Diamond City. Du bist nutzlos. Bah, Alter, da kann man Antworten geben. Ne? Voll gemein. Ich brauche mehr. Das ist nicht klar. Diamond City. Ich brauche mehr. Ich brauche mehr. Bitte, Mama Murphy. Ich habe überhaupt keine Spur. Erzähl mir mehr. Also, Kind, ich bin müde. Wenn du mir später ein paar Camps bringst, wird das dritte Auge vielleicht klarer sehen. Nein, Mama Murphy, wir haben doch darüber gesprochen. Dieser Mist bringt dich noch um. Sei still, Preston. Irgendwann sterben wir alle. Wir brauchen das dritte Auge. Und unsere neue Freundin hier wird es auch brauchen. Also legen wir los. Sanctuary wartet. Also Leute, dank unserer neuen Bekanntschaft hier ist es sicher rauszugehen. Wir machen uns auf zu dem Ort, von dem Mama Murphy erzählt hat. Ja. Sanctuary. Meine... Es ist nicht weit. Sie hat davon erzählt?
Du meinst, sie hatte eine ihrer Visionen, als sie total zugedröhnt war. Und jetzt sollen Alter. Wir uns wieder auf so ein sinnloses Unterfangen einlassen, weil Mama Murphy es gesehen hat? Schlimmer wartet, als das wartet, hier kann entspannt es wohl kaum... euch alle mal. Wir stecken da alle gemeinsam drin, oder? Also, Marcy, hast du eine bessere Idee, was wir jetzt tun sollen? Ich glaube, der Hund hat gerade gekotzt. Also gut, Sanctuary. Hoffentlich finden wir dort unsere Zuflucht. Natürlich, ich habe schon nachgeschaut. Und mein Okay. Und mein Hausbesorger, der Kotzwurft, der Kotzi ist ein ganz lieber Kerl. Der wird sich freuen über so viel Gesellschaft. Na, Hundi? Dogmeat. Ich werde ihn trotzdem Hundi nennen. Da. Na dann marschieren wir los, ne? Ich bin sicher, Preston kommt mit allem klar, bis wir Sanctuary erreichen. Normal schon, ja. So, dann gehen wir mal, ne? Wann wird das jetzt? Ja, wir waren's. So, wir gehen dann einfach mal voraus, ne? Und ballern einfach alles um, was den Leuten schaden könnte. Na, das ist schon wieder ein schöner Tag, ne? Strahlenblauer Himmel. Wir bezahlt haben, um so weit zu kommen. Naja. Machen wir uns auf den Weg. Ich bin vorne. Bleib dicht zusammen. Wir sind direkt hinter dir, Boss. Ja, dann marschier los. Dann gehen wir mal heim, ne? Dam-di-dam. Hundi, du könntest aber mal schauen, ob es hier zufällig irgendwelche Arschlöcher gibt, die uns da was antun könnten. Aber ich glaube, da hat kein Bock gerade, ne? Was zum Teufel war ich das gerade? Entschuldigung, ich wollte die Wand nicht eintreten. Ups. Das war nicht mit Absicht. Ah, marschieren wir mal. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Freund oder Feind? Hundi? Merkst du jemanden? Der Fusionskern deiner Bauerrüstung ist fast leer. Oh, und was mache ich jetzt? Ist der Fusionskern verbraucht, bewegst du dich langsamer und kannst weder starke Angriffe noch das VATS nutzen. Ja, wie lade ich denn auf? Hast du einen weiteren Kern im Inventar, wird er automatisch verwendet, wenn dein alter Kern verbraucht ist. Ach so, ja dann. Dann brauchen wir uns keine Sorgen machen, ich glaube, da müsste noch was sein. Ja, na, Kreli. Können wir dich umballern? Kriegen wir dann Grabenfleisch? Wäre jetzt auch voll fies, oder? Ah, die da hinten bleibt stecken. Kann man dir da irgendwie helfen? Ich schupf dich mal. Vielleicht geht's. So, ich schupf dich einfach mal. Kann man dich schupfen? Ja, schau, hat hingehauen. Muha. Ah, ich hab juhu. Dann, die da, wir sind ja nett. Wir lassen ja keinen zurück. Wir machen das Schlusslicht. Da, 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 da. Keine Sorge, Käfer und so sind schon alle weg. Na, Hundi, wo willst denn du hin? Hm? Da drüben ist nichts, oder? Kapitel am Arsch des Commonwealths vermissen wir. Falls du von hier kommst, das war nicht böse gemeint. Ja. Immerhin regnet es nicht. Nein? Ist aber auch irgendwie schlecht, oder? Gibt's kein frisches Wasser? Keine Sorge, June. Bleib einfach bei mir. Es wird alles gut. Oh. Okay. Jo. Hundi, kommst du? Ja, komm. Ja, komm. Wer ist ein feiner Hund? Wer ist ein feiner Dogmeat? Der hat keinen Bock. Ich wette, wenn ich ein Steak in der Hand hätte, wäre er sofort da. Was haben wir da? Achso, diese ekelhaften Käfer. Halt, ist da eine Beere? Nein. Ich dachte, vielleicht sind da essbare Beeren. Na, Hundi. Ah. Dam, da, dam. Ach, ich wollte Schlusslicht sein. Hoppla, Entschuldigung. Wie unhöflich. Ist da oben... Da oben, schau mal, ist da oben ein Paket? Kann ich darauf? Wäre das gescheit, wenn ich darauf gehe? Ich probiere einfach mal. Munition habe ich keine mehr. Kann ich nachladen? Noch nicht. Schade, da steht echt was. Schmutziger Aschenbecher. Mentats, Klebeband und Schraubenschlüssel. Also der Hund macht Geräusche, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, der muss kotzen. Zumindest hört es sich an. Fusionszellen 24. Jackpot, Baby. Jackpot. Wuha. Halt, wir müssen da weiter. Und laufen. Dap, 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 dap. Die sind schon weit vorn. Ja. Dass wir die nicht allzu sehr alleine lassen.
Ich bin das beste Schlusslicht auf der Welt. Ich bin wirklich zum Schluss. Ist da was drin? Halt, da ist was drin. Ist da was? Oder war das nur so... Ach so, das hat nur so ausgeschaut. Das war wegen die... Das war das Fenster und so. Dam, da, da, dam, da. Dam, da. Ihr wollt echt jetzt darüber? Ihr könnt aber die Brücke verwenden. Na eben. Komischer Kerl. Ich glaube ja nicht. Das ist das Denkmal für den ursprünglichen Minuteman. Ich wusste, dass es irgendwo in der Gegend um Concord ist. Das bedeutet, dass das die Old Northbridge sein muss. Dort fielen die ersten Schüsse der amerikanischen Revolution. Ich würde sagen, das ist das beste Omen, seit wir Quincy verlassen haben. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, Boss, aber ich finde es schön, dass du dich darüber freust. Ich wünschte, mehr Leute könnten das sehen. Würde sie daran erinnern, was wirklich wichtig ist. Naja, wer weiß, vielleicht sind wir nicht die Letzten, ne? Alter, mir gefallen ihre Filzbatschen da. Voll super. Hundi, wo bist denn du? Wo ist denn der Hund? Na, ich hoffe, der kommt nach. Also dafür, dass die Brücke so morsch ist und schier ausschaut, kann sie unser Gewicht locker tragen, ne? Ja, ne? Für die Ewigkeit gebaut, so schaut's aus. Nanu? Wollt's nicht weiter? Geh nur weiter. Ich bin froh, dass du beschlossen hast, mit uns zu kommen. Ich hätte gleich auf Mama Murphy hören sollen. Sie hat uns ein recht nettes Plätzchen gefunden. Ich glaube, wir könnten uns hier niederlassen. Es zu einem Ort machen, der den Namen Zuhause verdient hat. Ja, mir wird's freuen. Also mir wird's freuen. Mama Murphy frei zeigen, kennen wir ja schon, die Alte. Seltsam zurück zu sein, kein Zuhause. Ich habe hier gelebt. Ja, ich habe hier gelebt. Ja, ich habe gerne hier gewohnt. Vor dem Krieg. Was meinst du damit? Vor welchem Krieg? Willst du sagen? Was denkst du denn? Ich weiß nicht. Vor 200 Jahren? Vergiss es. Vor 200 Jahren. Was denkst du denn? Ja, frag mal blöd was nach. Was denkst du denn, was ich sagen will? Nun, dass du aus der Zeit vor dem Krieg stammst. Dem großen Krieg. Wie einer dieser alten Ghule, die man manchmal trifft. Ist das so? Ja, vor 200 Jahren. Ja, irgendwie schon. Ich wurde vor über 200 Jahren geboren. Aber ich war die meiste Zeit eingefroren oder so. Ich bin erst vor kurzem wieder aufgewacht. Mann, wie einer dieser alten Vorkriegsghule. Du sagst, du warst eingefroren. Hat es sonst noch jemand mit dir rausgeschafft? Naja, Baby, unsicher, will nicht drüber reden. Nur mein Sohn. Nur mein Sohn. Nur mein Sohn. Irgendjemand hat ihn entführt, während ich noch festsaß. Seitdem versuche ich, ihn zu finden. Scheiße. Tut mir leid. Ich hoffe, du findest ihn. Lass es mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Naja, ich bin froh, dass du hier bist. Danke. Ich bin auch froh, dass es euch gibt. Ich möchte dich um noch einen Gefallen bitten. Ich hoffe, das ist okay. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die Hilfe braucht. Sie hoffen, dass die Minutemen noch irgendwo da draußen sind. Die einzige Möglichkeit, die Minutemen wieder aufzubauen, ist, den Leuten zu zeigen, dass sie sich auf uns verlassen können, wenn sie uns brauchen. Das Problem ist nur, dass ich zu viel zu tun habe. Meinst du, du könntest der Siedlung helfen? Aber dafür musst du hier auf das Dorf aufpassen, ja? Welche Art von Hilfe? Sarkastisch? Nein, ja. Welche Art? Bei was brauchen sie denn Hilfe? Hörte sich nach dem Üblichen an. Raider. Die Bewohner können dir bestimmt mehr sagen. Alles klar. Mach ich. Klar, ich helfe gern. Wunderbar. Die Minutemen könnten mehr Leute wie dich gebrauchen. Ach so. Und falls du hier irgendwie aushelfen willst, sprich mit Sturges. Ich bin sicher, er ist für jede Unterstützung dankbar. Okay. Wup, 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 wup. Stufe aufgestiegen. Level up, meine ich. Wo ist unser Hündchen eigentlich? Ich hoffe, der ist im Dorf. Na fein. Wenn die Freiheit ruft, ist unsere nächste Aufgabe. Der erste Schritt, sprich mit den Siedlern bei Tenpins Bluff. Jawohl. Ich würde auch mal sagen, wir werden unsere Rüstung da. Ich glaube, da kann man hier hinparken, ne? Irgendwo, warte, wo war das? Da vorne weiter, glaube ich. Ups, tala. Hier irgendwo, ne? War das nicht dieses Häuschen? Nein, da sicher nicht. Da ist nur ein Schrotthaufen. So, stapf, 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 la, li, la. Haben wir Post bekommen? Nein. Na hallo,
Wir sitzen gleich mal am Boden. Ah, Sanctuary. Da. Bauerrüstung. Transfer. Müsste so passen, oder? Ah, da kann man auch was reinschmeißen. Na, oder? Echt? Aschenwerkstatt. Ach so, was ist eine Werkstatt? Ach so. Jetzt komme ich mit. Ich habe keine Ahnung, wofür man die Ölkanister braucht. Ich hau das alles mal da rein, genauso wie das Benzin. Denn das Düngemittel, Blechdose, Barfoot lasse ich mal. Das tue ich rein. Ja, von mir das auch ein Filzhut. Das Fleisch lasse ich mal, die Fusionszellen. Ja. Puh. Gasmaske mit Brille tue ich auch mal weg. Dreiteiler, Hinterbein, Kopf. Kann ich da ein Pferd basteln? Das sah gerade aus wie ein Pferdekopf. Glühbirne, Gurtzeug, nehme ich auch alles weg. Die Haarklammern lasse ich. Die Pistolen, die tue ich jetzt, ja, wie gesagt, bis auf eines jeweils. Keine Ahnung, Chat tue ich auch weg. Kaffeemaschine, die Tassen kommen weg. Das Klebeband, der Kombischlüssel. Alter, was für Graffel wir da haben. Den Harnisch, den Arm. Okay. Das ist ja übel. Die Milchflaschen, die leichte Kleidung. Malpinsel. Maulwurfsrattenfleisch, vielleicht kann man das irgendwie kochen. Das Leder kommt weg, das kommt weg, keine Ahnung was, weg. Mikroskop, Minigun, ne, die will ich behalten, Molotow-Cocktail. Das kommt weg, das kommt weg. Alter Schwede. Plastikgabel, Plastikteller, Psycho tue ich auch mal weg, keine Ahnung. Der kommt weg. Das Fleisch will ich vielleicht braten, wenn es geht. Ich tue das auch mal rein. Das auch, das sowieso. Alter Schwede, da brauchen wir 20 Jahre, bis das alles mal drinnen liegt, ne? Rein. Würde ich sagen, auch. Das kommt auch alles rein. Sowieso. Die haben wir an, aber da haben wir trotzdem noch 4 von dem Zeug. Das schaut echt schier aus. Eine Schere, eine Haarbürste, Schlagring, schmutziger Aschenbecher, Dings kommt weg, Schraubenzieher kommt weg. Ah, warte. Schrotpatronen will ich behalten. Den Schutzhelm, die Brille, alter Schwede, Sicherungen. Das tun wir auch weg, das Skalpell. Na, halt, warte, die Granate will ich behalten, sicher. Oh. Na komm. Boah, das geht schon tief, also weit runter. Splittergranate, wo haben wir die denn? Da. So. Dann geht's weiter. Schrottpatron, dann Springmesser, die Zigaretten tun wir weg, das lasse ich noch. Sturmfeuerzeug, Öl, Federstahl. Nehmen wir das auch mit. Superkleber. Den Helm. Das lasse ich alles mal. Alles nehmen, lagern. Aha, das hatte ich gar nicht an. Na toll. Dinnertablett, Telefon. Der Toaster. Ja, da tue ich auch die Haut und die Klauen weg. Vielleicht kann man das kochen. Das tun wir auch weg. Den Anzug tun wir auch mal weg. Boah, alter Schwede, ne? Ah, Questgegenstand. Okay, Zahnbürste, die Basta Zigaretten. Boah, ne? Ich lasse eine über. Da auch vielleicht. Das auch. Wobei, bringt sie das was? Das ist halt... die hat nicht so viel Munition. Die lasse ich weg. Vielleicht. Ja, sind wir eh schon recht gut wieder dabei. Also, ich glaube, das passt. So. Nein, ich drücke schon wieder falsch, ne? Das ist echt schlimm mit mir. Nein, um Gottes Willen. So. Wie kann ich da jetzt mit dem aus dem Ding da aussteigen? Na, das wollte ich auch nicht. Zurück. Kann ich? Darf ich überhaupt schon aussteigen? Herstellen, Transfer. Verkehr, vielleicht muss ich mich verkehrt hinstellen? Nein. Ah ja, apropos, Skill müsste ich auch mal, ne?
Inventar und so weiter und vor allem Skillen, ne? Schau mal, plus 11 Stärke haben wir schon. Die Wahrnehmung, Bewusstsein, Umgebung und der sechste Sinn, Waffenpräzision, wäre auch nicht schlecht, die Ausdauer, Charisma, Intelligenz passt eh, Beweglichkeit und Glück. Es wäre halt auch Glück nicht so schlecht. Wie viel haben wir denn? Wie viele Skillpunkte? Ich glaube 3, ne? Dann würde ich sagen, machen wir hier auf jeden Fall ein. Also, man muss das T drücken. Wow. Oder? Achso, da kann man auch schon weiter. Lass dich von Voltaire leiten. Der Weg zum nächstgelegenen Questziel wird im VATS angezeigt. Was haben wir da? Hier ist irgendwo ein Arzt. Stimpack stellt 50% verlorene Gesundheit wieder her. Und Redaway entfernt noch mehr Strahlung. Boah, das wäre aber nicht schlecht. Kann man das? Können wir das nehmen? Geht das? Ja! Das gefällt mir. Da bin ich glatt dafür, dass wir es nochmal machen. Anforderungen nicht erfüllt. Ah, okay. Dann, was könnte man noch nehmen? Was ist da eigentlich? Wer zuerst schießt, tötet zuerst. Im Zugang zu Standard- und Rang 1 Mods für Waffen. Mit Zugang, aha. 3 Int brauchen wir dafür. Erfordert 3 Int. Können wir noch weiter runter? Natürlich können wir weiter runter. Was geht hier noch? Dein Wissen über moderne Computerverschlüsselung ermöglicht es dir, fortgeschrittene Terminals zu hacken. Aber das wäre aber nicht schlecht. Bestätigen. Bitte, jo. Das wäre sicher nicht verkehrt. Spare, dann hast du in der Not. Verwendest du Waffen oder Rüstungen, erhältst du seltene Komponenten wie Schrauben, Aluminium und Kupfer. Also verwenden, verwerten, hoppala, Entschuldigung, upsi, verwerten, Sora. Vorsicht und Zugangsstandard, Rang 1 Hightech-Modus. Was haben wir noch? Camps, die du konsumierst, wirken 50% länger. Abgefahren. Maschinen dienen Menschen, zumindest dir. Wenn du einen Roboter hackst, erhältst du die Chance in ein oder auszuschalten bzw. eine Selbstzerstörung einzuleiten. Aha. Naja, hoppala. Weißt du, wie man Atome spaltet und beherrscht? Strahlungswaffen verursachen 50% mehr Schaden und Fusionskerne halten zusätzlich 25% länger. Boah, also das will ich auch noch mitmachen. Nerd. Wütend. Wenn deine Gesundheit unter 20% fällt, verlangsamt sich die Zeit. Außerdem erhältst du plus 20 Schadensresistenz und verursachst 20% mehr Schaden, während der Effekt anhält. Da gefällt mir das aber schon besser mit Fusionskernen und so, ne? Dann nehme ich den noch mit. Jo. Boom. Katschanga. Passt. Schließen wir. Machen wir zu wieder die Geschichte. Wir haben eh bald wieder Level Up. Also von dem her... Nur ich will jetzt da mal raus aus dem Gerät. Kann ich den nicht irgendwie abstellen? Warte mal, vielleicht steht hier was. Ich habe hier meine Steuerung dabei. La 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 la. Könnte aber auch sein, dass es vielleicht questbedingt noch ist. Weil so hilft es mir momentan gar nicht. Ich schaue mal ein bisschen weiter. Vielleicht ist es sogar gar nicht ganz verkehrt, dass ich gerade noch den Anzug anhabe. Und das Zeug hier muss auch mal weg, ne? Also, das schaut schier aus.
Aber was soll's? Wo ist denn Kotzi eigentlich? Da vorne! Hey Kotzi! Nicht fürchten, ich bin's. Schau mal, wen wir da mitgebracht haben. Hallo, warte mal. Kotzi? Hallo. Willkommen zurück, Ma'am. Ja, hallo. Ich hoffe, Sie konnten Hilfe in Concord finden. Ja, schau mal, wen wir da alles haben. Nichts Neues hier. Wir werden sehen, nichts Nützliches. Neue Freunde. Oh ja, das ist schön. Neue Freunde. Könnte man so sagen. Ich habe neue Freunde gefunden. Davon kann man heutzutage nie genug haben. Ich bin zwar nicht Mr. Gutsy, es wäre mir aber eine Ehre, Sie im Commonwealth zu begleiten. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Ja, gerne. Möchtest du? Tauschen wir Sachen. Nein, komm mit mir. Möchtest du? Ja, wenn er schon fragt, ne? Ja, dann komm doch mit. Ja, natürlich. Wie Sie wünschen. Ach so. Doc mit nach Secondary Hills. Sicher zu uns. Reise bestätigen, aber sicher doch. Yeah, Hühnchen bleibt da, das ist gut. Cool. Unser lieber Kotzi wird uns begleiten. Schau, wie fein. Der kann sicher mit seinem Sägemesser dann zu ordentlich Schaden machen. Ja, aber ich glaube nicht heutzutage, ne, dass das da so die toll Minutemen ist. Die könnten jemanden wie dich gebrauchen. Ja? Ja? Okay, da geht nichts. Ich will den Anzug loswerden. Ehrlich gesagt, er ist zwar cool, aber trotzdem, ich bin nämlich gerade... was das betrifft, pleite eigentlich. Waffen, Kleidung... Hilfsmittel, diverses, Schrott, Mods, Munition, aha, Gescheibe. Alle, hopp, Boruk. Kann man den nicht irgendwie, vielleicht muss ich da mit den Leuten reden, vielleicht geht's dann. Du bist na? An diesen Ort hier gebunden, Ken. Ja? Sturges. Redet damit wer mit mir? Ich will den loswerden. Ah, auf Herstellen. Na toll, Herstellen. Das, klar, das kann man so jetzt auch verstehen, ne? Herstellen, also hinstellen. Das soll eigentlich hinstellen. Meine Meinung dazu, wurscht. Wir sollten in Bewegung bleiben. Nicht gut, wenn die Raider kommen und wir festsitzen. Unter die Messis gegangen, Ma'am. Du bist hier voll frech. Alter. Du bist an diesen Ort hier gebunden. Das weiß ich schon, ja? Deine Energie. Wo ist eigentlich unser Hundi? Kann ich den irgendwie rufen? Das wäre super, weil der hat nämlich noch einiges an Graffel, was wir hier reinschmeißen könnten. Siedler brauchen Nahrung, Wasser, ein Bett und Schutz. Verbessere die Moral in der Siedlung, indem du diese grundlegenden Bedürfnisse erfüllst. Sind die Grundbedürfnisse befriedigt, kannst du die Moral in deinen Siedlungen erhöhen, indem du den Verteidigungswert steigerst. Das senkt auch die Chance, dass deine Siedlung angegriffen wird. Aha. Okay. So, ne? Energie, Dekoration. Okay, Strukturen. Möbel, Dekoration, Energie, Schutz. Wir haben Schutz 0, wir haben Wasser gar nichts und Betten sowieso nicht. Ressourcen, Läden, Herstellung. Schauen wir mal, was können wir da machen? Was haben wir da? Was bist du? Keine Ahnung. Ach so, das sind Häuser. Oder wie? Oder Werkbänke. Aha. Nein, warte. Einmal zurück. Achso, komplett verlassen. Das wollte ich jetzt auch nicht. Transfer, Werkstatt. Ne, ich will schon was herstellen. So ein Bett wäre super. Kochherd. Ah, da steht's. Kochherd. Cotsworth. Kochstation. Labor. Aha, wie gehe ich zurück? So, natürlich. Möbel. Vielleicht hier.
Na? Nicht zugewiesen. Darf ich denn jetzt nichts bauen? Will der jetzt was bauen? Achso, weil ich Kotzwerf da irgendwie im Visier habe, oder was? So ist besser? Nein, ist nicht besser. Ich verlasse da mal komplett. Geht es nicht? Escape. Doch. Werkstattmenü. V halten, um das Werkstattmenü zu öffnen. Okay. Jetzt sind wir trotzdem wieder hier. Ah, jetzt geht's. Betten. Na schön. Das ist das einzige Bett. Stühle, Behälter, Regal. Eine Badewanne. Naja, da machen wir halt. Das schaut schon schäbig aus. Aber naja, können wir das. Eins? Haben wir es jetzt hergestellt? Bett Nummer 6. Wie viel brauchen wir jetzt eigentlich? Wir sind 5 Leute, ne? Okay, wir haben eins gebaut. Dann schauen wir mal, ob wir das Zeug auch aufstellen können. Hallo. Hey. Ja, wie geht's dir? Ich will ein paar Sachen mit dir tauschen. Oh, schau. Ich lasse ihm, glaube ich, die Pistole mal, ne? Aber den könnte ich mal was zum Anziehen geben eigentlich, ne? Die arme Sau. Haben wir da jetzt noch was mit? Nicht wirklich, ne? Da muss ich das holen gehen. Manche Tage sind haben hart, wir eben Dings drin. Aber selbst die sind mit der Zeit immer einfacher zu ertragen. Jo. Ja, ich brauche einen Platz fürs Bettchen, ne? Ich will da schon eigentlich... Da ist eine Badewanne, Dings. Oh, Haarklammer, schwarze Weste und Hose. Schau, das werden wir ihm geben, ne? Vielleicht fühlt er sich mit ein paar neuen Klamotten wohler. Du bist an diesen Ort hier gebunden, Kind. Ja, ha. Ist schon gut. Schau mal, Inventar. Mods. Schrott. Diverses. Ist da mein Bett drin? Nein. Hilfsmittel. Kleidung. Waffen. Daten, Radio, wie kann man jetzt da ein Bett aufstellen? Ich verdrück mich schon wieder. Ich will dann meine Energie. Sarkastisch, hör auf damit. Ich habe hier gelebt. Meine Energie? Energie? Was meinst du damit? Ich dachte, das hätte ich dir schon gesagt, Kind. Ich habe dich aus diesem Kühlschrank steigen sehen. Ich weiß, wie du dich fühlst. Das hier ist nicht deine Welt. Aber du musst in ihr leben. Das dritte Auge kann dir helfen, Kind. Es kennt immer die Antwort. Du musst mir nur etwas Jet bringen, damit ich sehen kann, was es dir sagen will. Ach so, ja. Jet, okay. Was ist das? Das ist ein kleiner Inhalator mit großem Kick. Angeblich wird man dadurch schneller, aber in meinem Alter geht es nur noch um den schnellen Rausch. Die Camps stimulieren das dritte Auge, also werde ich nicht immer Jet brauchen. Aber dieses Mal steht es auf dem Speiseplan. Mhm. Na dann, vielleicht später Schluss mit Camps. Besorge ich dir. Na, wenn sie unbedingt will. Ich werde versuchen, welches zu beschaffen. Mein Held. No. Deine Entscheidungen und Daten können Einfluss darauf haben, wie sehr dich die ein Begleiter mag. Ach so. Oh, Entschuldigung. Hey. Kann ich zu Diensten sein? Du musst mal handeln, habe ich dir das... Na, gar nichts. Wo ist denn jetzt das blöde Bett hin? Schreibmaschine, Weste, linker Arm, Fleisch, Dings und so. Ich habe gar keins. Wie es scheint, habe ich denn jetzt gar keins gebastelt, also gebaut? Muss ich nochmal probieren. Ich muss es probieren, es tut mir leid. Oh, da war noch was. Entschuldigung. So. So wird... Aha. Entschuldigung, Kotzwerf, tut leid. Ich will hier das Bett reinstellen, aber... Ob mir das gelingt? Das schaut auch ein bisschen komisch aus, alles zusammen. Hoffentlich kann man das nochmal umstellen, irgendwann mal. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ach so, würdest du bitte da rausgehen? Aus dem... Ich schupf dich weg. Na komm, geh raus da. Ins Klo, also ins Badezimmer will ich es ihm nicht reinstellen, das Bett.
Mann. Ah, jetzt war es wieder grün. Ah, jetzt ist es wieder grün. Nein, es ist wieder rot, weil die alte da reingehen muss, ne? Weil da ist ja nirgendwo gescheit Platz. Da ist ja nur Gerümpel. Dass ich das nicht alles wegschmeißen kann, ehrlich. Ah, jetzt könnte es was werden. Wenigstens ein Bett wäre schön, ne? So, und... Enter. Perfekt. Ah, wir können mehrere... Ah, jetzt verstehe ich. Okay. Einer könnte im freien Himmel draußen schlafen. Nein, das wäre auch gemein. Da drüben, ne? Ist das jetzt nicht unser Häuschen? Mhm. Boah, da ist die Tür auch rausgehauen, ne? Das ist unser Haus, genau. Dann würde ich sagen... Ach, du Heilige! Können wir das Bett da nicht irgendwie... Tatsächlich, warte mal, da können wir was machen. Gehen wir mal weg. Gehen wir mal weg, Escape. Oder doch nicht? Was können wir da verwerten? Jo, bitte. Ah, so geht das. Oh, der Teppich wäre aber schon noch in Ordnung, oder? Ja, von unserem Kasten ist auch nichts mehr übrig geblieben. Ah, so geht das. Wartet mal, ich habe eine Idee. Mann, das Kinder... Oh, das Kinderbett gibt es auch noch immer. Das lasse ich am Leben. Also das bringe ich, das tue ich nicht weg. Das tue ich nicht weg. Jo, das kommt in die Werkstatt. Das tue ich nicht weg. Auf keinen Fall. Ich muss noch mal ins andere Häuschen zurück. Oder warte, wenn ich schon mal hier bin, ne? Könnte ich ja hier sofortigst auf der Stelle... Was? Ach so, das kann ich verschieben. Ja, so ein alter Teppich, ne? Ist ja wurscht. Auch wenn er ein bisschen schäbig ausschaut. Dann tun wir einfach hier so hin. So, ruck. Und jetzt da... Möbeln. Ein Bett. Ja, ist zwar nicht das hübscheste Bett, aber ist ja wurscht. Zweckmäßig, ne? Wow, das hat gerade gepasst. Ich hoffe, dass es so nicht allzu schlecht ausschaut. Perfekt, unser Bettchen. Ja, leicht schief und krumm, aber ist ja wurscht. Zweckmäßig. Ein zweites hätte wahrscheinlich auch noch Platz gehabt, ne? Aber wir haben ja keinen Partner von dem her. Ach du Heilige, da haben wir Arbeit. Da haben wir richtig schön Arbeit. Warte, ich laufe da nochmal rüber. Da können wir, jetzt wo ich das weiß, kann ich ja endlich hier aufräumen, ne? Hallo. Nicht zugewiesen. Auswählen. Ja. Ah, das kann man wohin stellen. Ja, das ist ja cool. Also, warte mal, ich lasse es mal hier. Können wir irgendwas... Okay. Die kann man wieder aufstellen. Aber hier, das will ich gern verwerten. Die Holzkiste. Unbedingt, ja. Hier mit dem Holz. Da machen wir es wieder schön. Aha, den können wir auch wieder verwerten. Schön. Dann so hin vielleicht. So. Das ist ja toll. Hier. Ja, das will ich gern verwerten. Verwerten. Bitte. Schau, Plastik kriegen wir auch. Ja, supi. Oh, das geht auch. Holz und Plastik. Da kommt mir gerade eine tolle Idee. Jetzt ist die Frage, ob man das nur in solchen Wohnungen, also solche Wohnsiedlungen machen darf. Oder überall. Das wählen wir aus. Das möchte ich gerne ein bisschen nur derweil so hinstellen. Ein bisschen Platz machen. Da können wir echt was Tolles machen. So, ich will das auswählen. Boah, alter Schwede, ne? Da brauchen wir 30 Jahre, bis wir da halbwegs fertig sind, ne? So. Dann würde ich sagen, wir nehmen den da. Dann stelle ich mal kurz hier hin. Entschuldigung, du kommst da nicht raus. Und das möchte ich gerne hier haben. So, ne? Schön gemütlich. Ups. So. Um dich. So im Eck. So. Bisschen da. Na, geh, hör auf. Jetzt kommt der Kotzbär auf mich ärgern. So. Das schaut dir gar nicht mal so schlecht aus. Na du, Klubschi. Fein. Was haben wir da? Stühle. Ach so, den braucht man nicht mehr. Okay, der geht nicht mehr wahrscheinlich. Heizung verschrotten. Ja, von mir aus.
Und du hat das ein Stuhl, der gehört auch weg. Stahl und Plastik. Supi. Was haben wir hier? Holz und Plastik kriegen wir zurück. Da ist auch was. Die Lampe geht nicht. Okay. Verwerten. Ach so, die ist gleich mit dabei. Mülleimer. Das alles verwerten. Okay. Im Ernst? Das Zeug auch? Da ist was. Das tun wir lagern. Ölkanister, ja bitte. Na gut, dann tun wir das halt verschrotten, ne? Gummi kriegen wir auch und Stahl. Gut, Stahl und Holz. Der Herd auch. Noch mehr Stahl. Vielleicht können wir eine neue Küche bauen. Stahl und Holz. Ah, hier. Das tun wir lagern. Ja. Und hier, das wählen wir aus. Und das können wir auch wieder hier hinstellen, ne? Tun wir mal so. Die nehme ich auch mal mit. Das Kastel da. Das wäre ein schönes Nachtkästchen für da drin. Ich stelle es mal kurz. Na, so hin. Huch. So. Nein? Jetzt. Dann können wir da drin auch Sachen wegtun. Zum Beispiel dich. Stahl und Stoff. Die Kommode können wir dann schöner hinstellen. Dich nehme ich da mal raus. Der Schreibtischsessel, den stelle ich mal. Ich stelle mal da draußen hin. Boah, ey, da hat man Spaß. Also da hat man Arbeit. Boah, ich weiß schon, was ich mache, wenn ich keine Aufnahme machen du. Machen du. Da wird hier nur gebastelt die ganze Zeit. Ich freue mich schon drauf. Da hinten ist wieder so ein Dingens. Das nehmen wir gleich mit. Okay, dich können wir vielleicht schöner hinstellen. Na, so ja. Dich nehme ich auch mal mit. Schmeiße ich auch mal da raus. Boah, ey, das ist nur mal das Nachbarhäuschen, ne? Schau, die sitzt schon. Ich hoffe, ihr gefällt's. Ist ja cool. Dann kann ich nämlich das Bett versuchen. Mehr, oh Gott. Am Rand, so vielleicht. Ja, so wäre es nicht schlecht. Hm? So, man kann ja von der Seite hier dann Glas reinlegen. Aber andererseits, kann ich das? Kann man das drehen? Verwerten. Können wir das... Aha, so kann man es auch drehen. Okay. Vielleicht, wenn ich mich jetzt noch ein bisschen so hinstelle. So. Ich habe das Bett jetzt, glaube ich, verkehrt herum, ne? Vielleicht dann... Huch. Nein, ich hätte schon gern schön am Fenster. Dass man da auch toll... Na, komm. So. Dass man auch schön rausschauen kann. Weil dann könnte ich das hier als Nachtkästchen von mir aus oder so hin. Da wäre fast ein Schrank gut. Mm-mm. Nein, andersrum schaut es besser aus. Alter, da brauche ich 20 Jahre. Tja, das weiß ich jetzt schon. So ist besser. Alter, der klopft, ne? So, schön am Rand, ganz nah. So, so. Nein, so. Ich glaube, so passt schon. Ja. Und dich stelle ich da so nebenhin. Ich hoffe, das passt so. Als Nachtkästchen. Ich hoffe, man kann noch schlafen gehen. Muss ich fast probieren, oder? So. Nein. So. Kann man da jetzt mit E? Tatsächlich, das geht. Eine Stunde pennen wir mal. Nur mal so zum Probieren. Mal süß, das Mandel, das gefällt mir so. Ja, das wollte ich euch mal zeigen, wie das geht. Ausreden. und ich würde sagen, ich mache das dann einmal, wenn ihr nicht zuschaut. Person, jemanden verloren hat. Nein, ich auch. Ich vermisse ihn nur so sehr. Okay. Und wenn ihr mal nicht zuschaut, werde ich das einfach mal so zur Lust und Laune machen. Ein bisschen basteln hier. Auch da küchenmäßig was Neues vielleicht machen. Ich glaube, ich hoffe, ich habe nicht zu viel weggeschmissen. Bist du bereit? Ja, und ab morgen, also wir werden dann nochmal schlafen gehen und ein paar Betten werden wir jetzt noch basteln für die Häuschen, die es hier noch so gibt. Und dann, ja, schauen wir weiter. Das mache ich noch. Also die Betten werden wir dann im nächsten Part noch aufstellen und dann ist gut. Also dann, ihr Lieben,
Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!